Die erste Etappe einer langen Reise. Das Abenteuer Wattenmeer kann beginnen. 3 bis 4 Mal am Tag sucht sich die Fähre ihren Weg durch den Priel. Windrichtung und Tide bestimmen den Fahrplan. Steigt das Wasser nicht hoch genug, fällt die Überfahrt aus. Insel Pelvorm, die zweite Etappe unserer Reise. Das Ziel aber lautet Hallig-Süderoog. Endlich ist es soweit. Als winziges Eiland taucht Süderoog am Horizont auf. Und wir werden bereits erwartet von Hermann und Gudrun Mathiesen, den neuen Pächtern von Süderoog. Ihr einziger regelmäßiger Gast ist Jens Jensen. Der Postbote versorgt sie 2 Mal pro Woche mit Briefen und manchmal auch mit Proviant. Zu zweit allein auf einer Hallig. Was trieb das junge Paar zu diesem kühnen Entschluss? Erstmal, dass es eine Chance war, dass wir mit dem Fischen aufhören. Und dass wir erstmal beide nicht so einen Trubel haben mögen. Und dass es wohl was wäre für uns auf eine Hallig, ne? Allein. Und dass es für gut und gut passt mit ihrer Schafzucht. Ne? Und ich vielleicht hier noch nebenbei noch ein bisschen fischen kann, trotzdem noch. Der Blick gen Norden Richtung Insel Pelvorm. Für die großen Einkäufe oder zum Fischen im Meer dient den Mathiesens nur ihr kleines Boot. Die großen Stürme der Nordsee hat Gudrun Mathiesen hier zwar noch nicht erlebt, doch bleibt ihre Furcht vor dem Hochwasser. Was ich mir vorstellen könnte, wenn das Wasser ganz hoch kommt im Februar oder so, und man hat schon kleine Lämmer, wo man da so schnell mit abbleibt, ne? Dass man die schnell genug hochkriegt, den ersten Stock oder so. Das weiß ich noch nicht. Der Blick gen Westen, Richtung offene See. Das Schlimmste ist ja, wenn wir kein Trinkwasser mehr haben. Und fürs Vieh nicht, hauptsächlich nicht. Ne? Also wenn das Wasser zu hoch kommt und uns läuft hier der Fetting voll mit Salzwasser, dann müssen wir natürlich warten, bis wir vom Festland Frischwasser kriegen. Und das kann manchmal dauern. Gut 400 Jahre gehörte die Hallig einer einzigen Familie. Jetzt steht sie unter Naturschutz und wird als Reservat für seltene Zugvögel gepflegt. Hermann Mathiesen ist auf Süderoog Vogelwart, beseitigt Sturmschäden, sammelt angeschwemmte Abfälle und beobachtet brütende Ringelgänse oder Rotschenkel. Der Blick von Osten, vom Watt und vom Festland. Strom gibt's bei den Mathiesens durch den Dieselmotor. Doch nur wenige Stunden am Tag, denn das Ehepaar lebt umweltbewusst und schmeißt diesen Energiefresser erst spät am Abend an. Wir wollen gerne eine Windmühle haben, bloß das Nationalparkamt will das nicht genehmigen. Das verscheucht die Vögel. Aber ich finde, die Vögel haben sich auch an den Dieselmotor gewöhnt. Der Blick gen Süden. Auch hier droht mit der Flut das offene Meer. Da ist ein Besuch zu Fuß nicht ganz ohne Gefahr. Denn die Ebbe währt nur wenige Stunden und der Rückmarsch über das Watt wird schon mal zu einem Wettlauf mit der Zeit. Es darf geschweißt, gesägt und gehämmert werden. In der wohl ungewöhnlichsten Bildhauerwerkstatt der Welt. In der Bremer Justizvollzugsanstalt. Ich habe mir das so vorgestellt, dass da also noch ein Bahnübergang mit Gleisen kommt. Und davor eben noch ein paar Schranken machen. Ein paar Signalschilder, die wir noch stehen. Ein paar Signalschilder. Der Eisenbahnschaffner, der Mann hier, das mit dem Koffer, diese Skulptur. René, erst wenige Monate dabei, hat sich auf Metall spezialisiert. Bewegung, ne? Irgendwie möchte ich immer Sachen in Bewegung setzen. Eine Bewegung, die ich selber nicht nachvollziehen kann, dadurch, dass ich halt im Knast bin. Ne? Sei es nun Galilei, habe ich einmal eine Skulptur gemacht. Ne? Und der Mann mit dem Koffer, der steht in 45 Grad. Der, also das ist ein Symbol eigentlich von mir selber, so ein Knast. Ne? Wenn ich meine Koffer gepackt habe, starte ich hier auch senkrecht raus. Ne? Ich habe es eigentlich Sand im Getriebe so den Titel gegeben.
Das ist eigentlich völlig unlogisch. Es kann sich nicht drehen, ne? Aber was ist an der Bildhauerei? Alles logisch, ist Kunst eben halt. Das ist natürlich ein begehrter Job, was die Bildhauerei angeht, weil, bitte sich selber, wir haben unsere Skulpturen draußen. Wir arbeiten sowohl draußen als auch hier drinnen. Sind nicht so weggeschlossen wie die anderen Werkbetriebe. Kleine Freiheiten hinter der Mauer. Doch nicht für jeden. Peter darf sich nur in Begleitung auf dem Gelände bewegen. So, und wenn man länger hier ist, dann frisst man so alles in sich rein und kriegt es einfach nicht raus. Man kriegt es nicht mit Sport raus, man kriegt es nicht in Gesprächen mit Mitgefangenen raus. Weil das lässt sich nicht alles leicht verarbeiten, so, ne? Tür zu, Tür auf, ne? Stupide Monotonie, ne? Eingesperrt sein, ne? Und so, ich kann meinen verrückten Kopf kann ich da ausdehnen und irgendwelche Skulpturen, ne? René bildhauert nicht nur, er managt auch die Knastband Two Sides of a Medal. Das Ohr aus Sandstein wird demnächst in Bremen aufgestellt. Dann heißt es Mauerdurchbruch. Das Gefängnistor öffnet sich, damit die Bildhauer ihre Arbeiten aufstellen können. Die Tür im Bremer Stadtteil Osterholz. Kunst aus dem Knast für Bremens Straßen und Plätze. 5 Froschkönige und 8 Kugeln zieren den Marktplatz in Teneva. Und der eigenwillige Vogel aus Marmor und Eisen in Bremen-Fegesack. Unbekannte Künstler. Obwohl die Kunst aus dem Knast überall in Bremen zu finden ist, wissen nur wenige, von wem die Kunstwerke sind. Kaum jemand kennt sie. Die Bildhauer hinter der großen Backsteinmauer. Das Motto der Knastkünstler spricht René in den Klangstein. Seiner eingesperrten Kreativität freien Lauf lassen. Seine eingesperrten Kreativität freien Lauf lassen. Seine eingesperrten Kreativität freien Lauf lassen. Die Landeskirche ist den Bedürfnissen hier sehr großzügig entgegengekommen. Sie hat da so ein Sonderprogramm mit einer Laufzeit von 5 Jahren beschlossen, in dessen Rahmen die Gemeinden hier die Chance haben, ihre Gebäude wirklich in eine gute Ordnung wiederzubringen. Ich bin der Meinung, der Fehler, der gemacht worden ist, im großen Rahmen, ehemalige DDR, BRD, man sollte sich, was den Zeitfaktor betrifft, nicht wiederholen hier bei uns in unserem Bereich hier. Denn es sind doch die Unterschiede zwischen Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, sprich auch dem Amt Neuhaus, sind doch recht groß. Das Mindeste ist ja, dass wir wieder dahin kommen, wo wir hingehören. Das ist erstmal das Wesentliche. Und wir denken ja auch, dass einiges schneller gehen wird, beispielsweise mit den Telefonanschlüssen. Für uns ist es nicht so günstig. Wir müssten dann schon immer über die Fähre nach Lüneburg fahren mit sämtlichen Amtsgeschäften. Ich weiß nicht, ob das so günstig ist. Thank you.
Wir haben die Positionen der gesamten kommunalen Infrastruktur, sprich Abwasser, Trinkwasserversorgung, Straßenbau, Kindergärten, Feuerwehren, versucht zu taxieren. Wir sind auf einen Betrag gekommen, der ungefähr bei 150 Millionen D-Mark liegt. Ich weiß bloß, dass ich mich bei unseren Ämtern in Wittenburg und auch beim Ministerium in Schwerin, wo ich schon einiges erfolgreich für unseren Betrieb geregelt habe, fühle ich mich irgendwo gut aufgehoben. Die kennen unsere Problematik, die stehen uns gegenüber offen, hilfsbereit da. Ich weiß nicht, ob es unbedingt in Lüneburg und Hannover so ist. Die Schachtanlage Konrad in Salzgitter ist ein ehemaliges Eisenerzbergwerk. Mitte der 70er Jahre wurde die Erzgewinnung eingestellt. Heute holt nur noch eine Schicht pro Tag geringe Mengen totes Gestein und Eisenerz aus den Tiefen des Schachtes. Nun soll die Grube ein Atommüllendlager werden. Das niedersächsische Umweltministerium ist gegen den Plan der Bundesregierung. Wir haben eine ganz klare Position. Wir sagen, wir brauchen den Ausstieg aus der Atomenergie. Dann ist genau festgelegt, wie viel an Mengen von Atommüll anfallen in den bestehenden Reaktoren an diversen Arten, nämlich hoch-, schwach- und mittelradioaktiven Müll. Für diese Menge kann man dann alternativ Standorte untersuchen. Und wir haben selber einen Beitrag dazu geleistet, indem wir im nächsten Jahr ein Endlager-Hearing durchführen werden, wo wir auch nochmal die unterschiedlichen Medien diskutieren, aber auch die Voraussetzungen für so ein Endlager. Es ist aber Aufgabe des Bundes, ein Endlager zu finden und auch alternative Standorte zu untersuchen. Das wird auch übrigens in allen anderen Ländern so gemacht, dass verschiedene Standorte untersucht werden, nicht nur einer wie hier, wo man sich genau festgelegt hat. Bis in 1200 Meter Tiefe könnte Atommüll entgelagert werden. Untersuchungen im Auftrag des Bundes leiteten ein Planfeststellungsverfahren ein, das über die Zukunft von Schacht Konrad entscheiden soll. Hier ein Schema des geplanten Grubenbetriebes. Bevor dies in die Realität umgesetzt werden kann, muss der heute beginnende Erörterungstermin abgewartet werden. 290.000 Menschen aus ganz Deutschland wollen ihre Einwände vorbringen. Ich habe mich vor allen Dingen um die Langzeitsicherheit, machen wir darüber Sorgen, weil ich weiß, dass dieses Lager, dieses Endlager, dieses ganze Gestein sich ja weiterhin bewegt. Und ich frage mich, wie das, wenn sich das Gestein weiterhin bewegt, wie das nachher wirklich auf 10.000 Jahre hinweg wirklich sicher sein kann. Mir ist aber besonders wichtig der ethische Aspekt, denn ich kann es einfach vom Gewissen her nicht zulassen, dass wir unserer Nachwelt so ein Erbe hinterlassen. Wir in unserem Haus, wir haben große Probleme mit der ganzen Transportproblematik. Ganz in der Nähe ist der Hauptgüterbahnhof. Nachts hört man, wie die Züge dort rangiert werden. Und wir denken, also so was wir auch gelesen haben in der Presse, dass von diesen Transporten eine hohe Gefährdung unseres Lebens und auch der Kinder, die dort bei uns im Hause leben, kommt. Diese und andere begründete Ängste sollen ab heute diskutiert und bewertet werden. Als Eintrittskarte dient der schriftliche Einwand. Anberaumt ist das Verfahren auf 4 bis 8 Wochen. Jegliche Verzögerung oder Verlegung des Erörterungstermins kann das niedersächsische Umweltministerium nur mit Zustimmung von Umweltminister Klaus Töpfer treffen.
Ich denke, man kann nicht ein atomares Endlager, was das erste ist, was in dieser Art und Weise überhaupt genehmigt werden soll, durchpeitschen, als wenn es um eine Hausmülldeponie geht. Und selbst da macht man das sehr viel sorgfältiger. Da wird man eben genauso die ganzen Bürgereinwendungen abwägen, die Sachgutachten nochmal abwarten, dann hinterher zu einem positiven oder negativen Entschluss kommen. Und ich denke, das müssen wir mit 290.000 Einwendungen und auch in der Frage, wie lange strahlt denn eigentlich der Müll? Und der wird auch noch strahlen, wenn es eben keine Bundesrepublik unter Umständen mehr gibt, weil sich natürlich auch in den Jahren irgendwie juristische Formen ändern. Da müssen wir doch einen Weg finden, damit umzugehen. Und da denke ich, ist das auch ein Stück unverantwortlich, wie der Bund sich hier verhält. Atommüllendlager Schacht Konrad oder ein stillgelegtes Erzbergwerk. Die Entscheidung darüber wird bald fallen. Ein seltenes Bild auf der Insel Sylt, nicht genügend Wind für die Surfer. Eine Woche mussten die Teilnehmer auf den Start warten, bis es dann heute endlich in die Wellen ging. Normal ist Sylt schon gut. Also, ich war schon 7 Mal hier gewesen beim Weltcup. Und wir haben eigentlich jedes Jahr ziemlich gute Bedingungen und ziemlich anspruchsvoll und radikal sind sie hier. Und dieses Jahr hat nicht ganz gepasst. Björn Dunkerbeck steht bereits als Weltmeister fest. Der Kampf zwischen seiner Schwester Britt und Jutta Müller wird erst beim großen Finale entschieden werden. Ich habe das nochmal nachgerechnet, mit dem nicht zu schlagen. Und die Chance ist eigentlich gar nicht so klein. Ich meine, es kommt also aufs Wellenreiten jetzt nochmal drauf an, vor Hawaii. Vor Sylt hatte Britt Dunkerbeck wieder einmal die Nase vorne. Jutta Müller belegte Platz 2. Bei den Herren gewann überraschend Ralf Bachschuster aus Ingolstadt vor allen Favoriten. Er hat die Wartezeit am besten wegstecken können. Der Weltmeister Björn Dunkerbeck belegte knapp geschlagen Rang 2 und Altmeister Robin Nesch wurde 14. Eesti rahvas, teised Eesti kodakondsed ja kodakondsuse taotlejad. See udavuestime ja graidanske põrnjale, da. Potomu me tud уже 20 лет живем, она по 150 лет живет, почти родилась она тут, да. Мы, значит, ну как, второй сорт. Sellepärast noh, tõesti väga palju tuttaid on, et nad on juba sündinud, ütleme minu vanused ja natuke vanemad, et nad on sündinud siin, nad on kogu elu olnud siin, nad on nagu üldse Eesti poliitika poolt ja üldse väga Eesti meelsed on. Ja noh, nad on nüüd nagu kõrvale lükkatud kõigest. Я считаю, что Эстония должна быть для эстонцев. Если не подписывали. Где подписывали? Вот здесь фамилия. Здесь, да? Да. Инициалы. Ну что это? Писатель. Я уже забыла все. Нет? Thank you.
Потихонечку, даже потихонечку. Мы же лишаемся гражданства не только, мы лишаемся всяких прав. Мы никто тогда, если не граждане этой страны, то мы, значит, никто. Значит, можно нас и принизить, и унизить в дальнейшем. Мы никто. Конечно, если у нас не будет гражданства, то мы можем также остаться безработными, как это сейчас много у нас безработных. Если, допустим, я буду безработной, муж будет безработный, нам просто не на что будет здесь существовать. Вот это sellepärast, et ma nii vähe selle poliitikaga tegelen ja peale selle ei ole tõesti minule meeldivaid poliitikaid veel kohanud. Ma ei oska öelda, kui mul on just aega, siis ma lähen. Ma olen tööl. Poliitik on ära tüüdanud lihtsalt. Tahan ka oska midagi veel. Ma ei ole suudnud leida sobivat presidendi kandidaati veel enda jaoks. То есть это было в 60-х годах, и это было очень напряженное время, то есть это время было железного занавеса. Поэтому, естественно, информация просачивалась только через короткие волны радио. Aber kein Jazz.
schönste Ensemble. Wer hier marschiert, sind nicht die Soldaten der russischen Armee, sondern Angehörige der lettischen Paradekompanie. Die Kaserne in der Abrenesstraße ist einer der ersten Komplexe, die von der russischen Armee in Riga geräumt und vom lettischen Verteidigungsministerium übernommen wurde. Im lettischen Verteidigungsministerium erläutert man, dass die russische Armee erst in 4 Ortschaften abgezogen worden sei. Doch wie viele Soldaten, welche Waffensysteme und Militärgeräte lettischen Boden bereits verlassen haben, weiß hier niemand. Im Aufbruch ist die russische Grenzflotte. Bis Ende des Jahres soll sie ihre Stützpunkte an der lettischen Küste verlassen haben, mit dem Ziel Königsberg. Auch hier hat Lettland bereits ehemals russische Militäranlagen übernommen und mit 2 eigenen Schiffen Position bezogen. In Rutbarzhim hat die russische Armee einen früheren Raketenstützpunkt endgültig verlassen. Eine Sanierung des maroden Geländes wird es vorerst nicht geben, denn Lettland hat dafür kein Geld. Und ob Russland die Kosten übernehmen wird, muss noch in den Abzugsverhandlungen geklärt werden. Trotz Abzug fürchtet Russland auch um seine Sicherheit. Moskau will auf einige strategisch wichtige Stützpunkte nicht verzichten. Zum Beispiel die Frühwarnstation in Skrunda. Umweltschützer Volk Manes erläutert, dass die veraltete Station mit den überaus starken elektromagnetischen Impulsen für die Gesundheit der Menschen in der Umgebung gefährlich ist. Volk Manes hat klare Forderungen. Die Tätigkeit der Station muss man einstellen, aber wenn es die internationale Lage erfordert oder von der lettischen Seite verlangt wird, dann muss die russische Armee den Menschen besondere medizinische Behandlung zukommen lassen, die Radio- und Fernsehstörungen beseitigen. Und drittens muss man Kompensation zahlen dafür, dass wir in einem gesundheitsschädlichen Verhältnis leben und arbeiten müssen. Zwar wurde dieser Bau der neuen Frühwarnstation eingestellt, doch über die Betriebsdauer der alten Anlage und über Entschädigungen muss auch noch verhandelt werden. Strategisch wichtige Bedeutung misst Moskau dem Militärhafen in Liepaja bei. Über 40 Kriegsschiffe vom Zerstörer bis zum U-Boot sind hier stationiert. Diese Flotte soll erst dann verlegt werden, wenn in anderen Militärhäfen Russlands die notwendige Logistik errichtet worden ist. Auch hier bleibt rücksichtslose Umweltverseuchung als ein bitteres Erbe für Lettland zurück. Im lettischen Verteidigungsministerium denkt man über Kompensationsforderungen für die Umweltschäden nach und fordert Pacht für alle militärischen Nutzungen Russlands. Wir verlangen von der russischen Armee für alle Objekte, das Land, alle Gebäude, die Kommunikation und alles, was genutzt wird, zu zahlen. Und das von dem Tag an, da Lettland ein unabhängiger Staat geworden ist. Der stellvertretende Verteidigungsminister Dainis Turleis hat einen eigenen Abzugsplan entwickelt.
Wie eine militärische Operation geplant, könnte die russische Armee bereits im Herbst 93 Lettland verlassen haben. Doch wie eine militärische Operation wird sich der Abzug der russischen Armee nicht durchführen lassen. Denn an die 17.000 Armeefamilien denkt das lettische Verteidigungsministerium nicht. Für die russischen Familien wird es schwer, denn in Russland gibt es für sie weder Wohnungen noch Arbeit. Ein altgedienter Offizier erinnert an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Hier haben unsere Väter und Großväter für die Unabhängigkeit Lettlands gekämpft. Das ist vorbei, aber das darf man nicht vergessen. Für jeden Offizier ist hier genauso Heimat wie in Kasachstan und in Russland. Da macht man keinen Unterschied. Ich bin hier schon 40 Jahre, Arbeitsjahre. Ich habe hier Verwandte, auf dem Friedhof liegen auch Verwandte. Und wenn ich woanders ankomme, bin ich nichts. Die sagen, wir haben auch ohne euch Arbeitslose. So fürchten viele der älteren Armeeangehörigen nach der Rückkehr in Russland gesellschaftlich isoliert zu sein. Die Jüngeren sehen der Zukunft gelassener entgegen. Ob wir früher auch daran gedacht haben, dass wir weggehen müssen? Natürlich. Das waren die Entwicklungen. Sie müssen einen eigenen Staat haben. Wir müssen früher oder später zurückgehen. Hier soll ein eigener Staat mit einer eigenen Armee entstehen. So zeichnete sich der Weg schon ab. Ich möchte gerne bleiben, aber ich bin die Frau eines Offiziers. Und wohin das Schiff fährt, dahin fahren wir auch. Einen zügigen Abzug bis 1994 wird es wohl kaum geben, denn zähe Verhandlungen stehen bevor. Soziale Probleme, Russlands Sicherheitsanspruch und lettische Entschädigungsforderungen sind zu lösen. Mit über 700.000 D-Mark an Preisgeldern sind die German Classics das höchst dotierteste Hallenreitturnier. Dem Ruf des Geldes folgte alles, was Rang und Namen hat. Hugo Simon, Mannschaftsolympiasieger Jos Lansing, John Whittaker mit Milton sowie die deutsche Equipe mit Franke Slotak, Otto Becker oder Olympiasieger Ludger Beerbaum. Die deutsche Mannschaft hat sich in Bremen viel vorgenommen. Gilt es doch, in diesem Jahr das angekratzte Image wieder aufzubessern. Wir haben von Barcelona her noch was gut zu machen. Für mich persönlich und auch für die Mannschaft lief so ziemlich alles schief. Und für uns ist hier schon eine Gelegenheit, da wieder einiges gut zu machen. Wir haben hier auch letztes Jahr gewinnen können und hoffen natürlich, unseren Erfolg wiederholen zu können. Bald wird die Startglocke für Franke Slotak auf neuen Pferden läuten. Er reitet ab November die Pferde des Italieners Vincenzo Mucciolo, der einen Stall in Damme aufbauen wird. Auch Otto Becker verlässt den Mühlener Stall. Ihn zieht es nach den German Classics mit seiner Verlobten Nicole Uphoff Richtung Warendorf. Ich bin freundschaftlich mit beiden Reitern verbunden und bleibe das glücklicherweise auch. Und deswegen ist die Trennung im Einvernehmen. Allerdings ist es natürlich so, man hat große Erfolge mit den beiden gefeiert. Und ich muss jetzt auch realistisch sein und mit neuen, jungen Leuten wieder von vorne anfangen. Einen Rückzug aus dem Reitsport gibt es für Paul Schaukemühle aber noch lange nicht. Mit Merete Jensen, hier auf Garfield, Meredith Michaels, Hermann Josef Klöpper und dem 23-jährigen René Tebbel plant er einen Neuanfang. Ich glaube, dass René, der schon internationale Erfahrungen hat, relativ nahtlos an gute Erfolge anknüpfen kann. Hermann Josef Klöpper wird sich in die Reihe anderer junger Reiter bei mir mit einreihen müssen und dann werden wir sehen, was daraus wird. Welches Pferd Franke Slotak demnächst reiten wird, ist noch ungewiss. Sein Paradepferd Walzerkönig wird vorerst in Mühlen bleiben. Verhandlungen über einen Verkauf zwischen Mucciolo und Schockemühle wird es aber noch geben. Den Sieg im Superchampionat holte sich Ludger Beerbaum. Auch er ist von Paul Schockemühle ausgebildet worden.
Der erste VC Hamburg gegen die Mannschaft aus Dachau, hier ganz in Schwarz. Beide Teams wollen diese Saison ganz oben mitspielen. Dazu haben sich die Süddeutschen mit dem Holländer Martin van der Horst verstärkt. Der 2,14 Meter lange Olympiazweite gab gestern seinen Einstand und fügte sich gut in das Team ein. Die Angriffe von Frank Makkaruth über die Position 4 verhalfen allerdings den Hamburgern zum Gewinn des ersten Satzes mit 15:13. Annahmeschwächen wie hier ließen dann die Dachauer punkten. Sie gewannen souverän die Sätze 3 und 4. Solch lange Spielzüge waren leider selten in der Wandsbecker Sporthalle zu sehen. Im vierten Satz zogen die Gäste mit 8:0 davon. Zwar wehrten sich die Hamburger noch einmal, doch die Mannschaft aus Dachau um Leif Andersson ließ sich das Match nicht mehr aus der Hand nehmen und gewann nach diesem verunglückten Bagger mit 3:1 beim Pokalsieger Hamburg. Sie haben erfahrene Leute in ihren Reihen, vom Alter her ein junger Spieler, die eine international erfahrene Truppe ist, Sparta Prag. Und wie gesagt, die in der Meisterschaft immer eine gute Rolle mitspielt, technisch beschlagen ist. Was wir morgen schaffen müssen, ist eigentlich einen beruhigenden Vorsprung, das heißt 2-0 oder das Ideale wäre natürlich ein 3-0-Sieg hier vorzulegen, damit es dann beim Rückspiel dann ein bisschen ruhiger wird. Zu Besuch auf den Lofoten in der Walfangregion Norwegens. Seit mehr als 100 Jahren hat der Walfang hier Tradition. Die Walfängerflotte nahm in den letzten Jahrzehnten ausschließlich den Zwergwal ins Visier. Mehr als 100.000 Tiere fielen den Fängen zum Opfer. Die Harpune explodierte im Innern des Wals. Für viele kein schneller, sondern ein qualvoller Tod. Die gnadenlose Jagd brachte den Zwergwal bis an den Rand des Aussterbens und führte 1986 endlich zu einem weltweiten Verbot des kommerziellen Walfangs. Doch für die Wissenschaft wurde in Norwegen die Jagd auf die Zwergwale weiter betrieben. Und 1993 soll es sogar für die stillgelegte Walfängerflotte mit dem kommerziellen Walfang wieder losgehen, ungeachtet des weltweiten Fangverbots. Auch die Verpackungsstraße von Walfleischfabrikant Olsen steht schon bereit. Erwartungsvoll blickt er der kommenden Saison entgegen, denn ohne den Walfang sieht er für seinen Betrieb keine Chance. Den Dorsch gibt es hier ja nur von Januar bis April, den haben wir sowieso. Und den Hering haben wir im Herbst, von August bis Januar, Februar. Und in den Gebieten, wo wir den Wal fangen, von April bis August, da gibt es nichts anderes. Es ist eben nur der Wal. Wir können uns nicht auf etwas umstellen, was es nicht gibt. Walfleisch gilt bei den Norwegern als Delikatesse. Das Fleisch aus dem wissenschaftlichen Walfang erzielte Spitzenpreise auf dem norwegischen Markt. Für das Walfangverbot haben die Bürger kein Verständnis. Es sind viel zu viele Menschen daran beteiligt. Es muss einfach wieder anfangen. Und außerdem war es sehr gut, dass wir endlich wieder Walfleisch bekommen haben. In diesem Sommer haben wir einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Ich finde, wenn wir schon mal angefangen haben, aus der Natur unsere Nahrung zu holen, dann können wir nicht nur einen Teil der Natur ernten. Dann ist es auch natürlich, dass der Wal in diesen Kreislauf einbezogen wird. Ernst Rolf Dahl war sein Leben lang Harpunist. 3500 Wale hat er erlegt, wie er stolz berichtet. Seit dem Walfangverbot verschrieb er sich seinem Hobby, dem Miniaturenbau der Harpunenkanone.
Sollte der kommerzielle Walfang 93 erlaubt werden, will er mit Sohn Rangwald wieder ins Geschäft einsteigen. Doch Walfang allein will er nicht betreiben. Man kauft ja kein Boot, nur um mit dem Walfang wieder anzufangen. Darüber muss man sich im Klaren sein. Wir haben ja auch daran gedacht, Walsafari zu machen und damit Geld zu verdienen. Walfang, das kann nur ein Nebengeschäft sein. Eine Walsafari ist zwar bei den Touristen sehr populär, doch nur die wenigsten Walfänger sind an diesem Tourismusgeschäft interessiert. Ihr Ziel bleibt, den Wal zu jagen und zu schießen. Die Gefahr der Ausrottung sehen Norwegens Walfänger nicht. Immer gut zu beobachten sind die hochspringenden Killerwale. Auch sie sind durch das weltweite Walfangverbot geschützt. Zu den Zeiten des kommerziellen Walfangs, also bis zum Verbot vor 6 Jahren, hat fast jeder auf der Insel Skrova mit dem Wal seinen Lebensunterhalt verdient. Heute haben die meisten ihr Schiff gegen eine Entschädigung vernichtet oder sind auf Lachszucht umgestiegen. Nur wenige Walfänger haben wie Tore und Ernst Kraner ausgeharrt. Sie haben sich mit Dorsch und Hering begnügt. Doch man muss alles aus dem Meer ernten dürfen, was dort lebt, meint Ernst und beteuert den schnellen und schmerzlosen Tod des Wals durch die Sprengstoffharpune. Selbstverständlich fiebern die zwei dem Walfang entgegen. Wir haben ja nun sehr lange gewartet. Das Boot und die Ausstattung sind fertig und 93 soll es nun losgehen. Wir verlassen uns darauf, dass das wieder ein Wirtschaftszweig wird, auf dem man aufbauen kann, und zwar auf lange Sicht. Bei den Brüdern Kraner herrschen Optimismus und Zuversicht. Immerhin könnten sie im nächsten Sommer bei entsprechend hoher Fangquote mit Einnahmen von 500.000 Mark rechnen. Doch den norwegischen Walfängern sind weltweite Proteste gewiss. Auch in diesem Jahr versuchte Greenpeace, den wissenschaftlichen Walfang zu verhindern. Und die meisten Länder der Welt stehen bis heute zu dem geltenden Walfangverbot. Selbst private Firmen drohen Norwegen mit Sanktionen. Konsequenzen haben schon angefangen. Es haben also Firmen wie zum Beispiel Burger King in den USA ihre Verträge mit Frionor, eine große norwegische fischverarbeitende Firma, gekündigt in Höhe von 13 Millionen D-Mark. Es gab eine britische Konstruktionsfirma, die ihre Verträge kündigte. Auch im norwegischen Naturschutzverband lehnt man die Wiederaufnahme des kommerziellen Walfangs heute ab. Der Regierung wird unterstellt, das Thema Walfang parteipolitisch auszuschlachten. Die norwegische Regierung macht diese Wahlsache hauptsächlich deswegen, damit die regierende Arbeiterpartei in Norwegen wieder Wähler in den nördlichen Landesteilen gewinnt. Die Popularität der Ministerpräsidentin im Norden ist gleich null, nachdem sie mit allen Mitteln versucht hat, Norwegen in die EG zu zwingen. Vorerst bleibt den Walfängern nur ein reicher Heringsfang im Tysfjord, denn die Freigabe des kommerziellen Walfangs muss in Norwegen erst noch per Gesetz verabschiedet werden. Sollte die norwegische Regierung das wirklich wagen, kann sie sich weltweiter Empörung und Sanktionen sicher sein. Fährminuten vom Festland entfernt empfängt uns die frühmorgendliche Idylle der Inselwelt Westnorwegens. Zu Gast auf Fejø, einer typischen Schäreninsel mit einer langen Geschichte. Seit mehr als 400 Jahren ist Fejø besiedelt. Heute zählt die Gemeinde 700 Seelen, für die sich gerade in den letzten Jahren vieles verändern musste. Hat man gestern noch den Fisch auf offener See gefangen, so ist heute die Lachszucht wichtigster Wirtschaftszweig. Seit 5 Jahren ist der Betrieb Partner der norwegischen Seeadlergruppe. Nur die prächtigsten Exemplare landen gut vereist in den Küchen Europas und der USA. Für die Färjaner war Fisch immer Haupterwerbszweig. Zuerst zogen sie mit Ruderbooten zum Heringsfischen aus, dann kamen die großen Jahre des Walfangs. Auch Olav Kongestøl war bis zuletzt mit von der Partie. Doch als der Walfang 1986 verboten wurde, da war Schluss mit den abenteuerlichen Fangreisen in Richtung Shetland oder Barentssee. Und seit es rund um Fejø auch keinen Hering mehr gibt, sind auch die meisten Fischkutter verschwunden. Fischerei ist heute auf Fejø so schwierig geworden, dass die Leute davon nicht mehr leben können. Jetzt gibt es hier zwar noch ein paar Boote, die Netzfischerei betreiben, aber die haben nur ganz wenig gefangen. Auf jeden Fall nicht genug, um davon leben zu können.
Auch mit der Fischindustrie ist es endgültig vorbei. Die Bänder der Fabrik stehen still, Ölsardinen können sich nicht mehr am Markt behaupten. Noch gibt es für die 50 Arbeitsplätze keinen Ersatz, ein Problem, das immerhin ein Drittel der Gemeinde betrifft. Und es wird sicher schwer sein, auf der Insel neue Arbeit zu besorgen. Doch mit Glück gelingt es den Verantwortlichen im Rathaus, die Arbeitslosen auf dem Festland unterzubringen. Polizei ist auf Feier überflüssig. Nur zweimal pro Monat meldet Ingwald Fjellanger, Dorfpolizist vom Festland, seinen Dienstbesuch an. Viel zu tun hat er hier allerdings nie, denn, so der Polizist, auf der Insel gibt es einfach keine Kriminalität. Alle kennen alle, jeder kennt jeden. Es ist sehr durchsichtig hier, wie eine große Familie. Die Konsequenzen einer Straftat sind so groß, das hat etwas mit Scham und Schande zu tun, und alle, die der Person irgendwie nahestehen, erfahren davon und sind davon betroffen. Wegweisend für Fayes Zukunft sind die Ölfelder vor Norwegens Küste. Die besondere Lage der Insel vor den Toren von Skandinaviens größter Raffinerie hat Feier die moderne Lotsenstation beschert. Immerhin 20 qualifizierte Arbeitsplätze mit Perspektive. Viermal am Tag steuert das Lotsenboot die großen Öltanker an, die dann mit Hilfe des Lotsen sicher durch die zerklüftete Schärenküste geleitet werden. Auch wenn Feier daran 5 Millionen Mark jährlich verdient, bereiten die Öltanker der Gemeinde Sorgen. Unser größtes Problem ist eine mögliche Katastrophe, wenn zum Beispiel ein Schiff auf Grund läuft, das Öl ausläuft und sämtliche Küstenbereiche auf Feier und der näheren Umgebung verseucht. Das wäre eine Katastrophe für die Fischzucht und für den Fremdenverkehr. Zurzeit sucht Øyvind Olsnes händeringend nach einem neuen Investor für die stillgelegte Ölsardinenfabrik, der auch qualifizierte Arbeitsplätze schafft. Denn erst qualifizierte Arbeitsplätze geben auch den jüngsten Fayanern eine Chance, nach ihrer Ausbildung auf dem Festland auf der eigenen Insel bleiben zu können. Treffpunkt für die Jugendlichen ist der Kiosk. Disco, Kino oder Theater vermissen die jungen Leute nicht. Sie fühlen sich hier wohl. Am liebsten würde keiner die Insel verlassen. Doch ob ihnen das gelingt, bleibt fraglich. Natürlich, wenn man auf See arbeiten will, dann kann man hier auch weiterhin wohnen. Also ich habe mir überlegt, mich innerhalb der Seefahrt ausbilden zu lassen. Da glaube ich schon, dass es möglich sein wird, hier weiterhin zu wohnen oder zu pendeln. Natürlich habe ich Lust, hier zu bleiben. Aber es gibt hier ja keinen Beruf in dem Sinn, dass man was Großes werden kann. Ich bin wahrscheinlich gezwungen, umzuziehen. Offen bleibt, wie es mit der Geschichte Fayes weitergeht. Wird Feier zu einer bloßen Museumsinsel oder auch weiterhin aktiv an der wirtschaftlichen Entwicklung Norwegens teilhaben? Du liebe Güte, für so ein kleines Päckchen schon wieder so viel Verpackung.
Wir recyceln Styropor schon seit 1985 ganz gezielt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Rohstoff bzw. das Styropor auch in den nächsten Jahren vom Markt nicht wegzudenken ist. Es gibt keinen richtigen, vollkommenen Ersatz dafür. Gewichtiger würde ich sagen, das ist ein paar Gramm schwerer. Aber warum nicht? Durchaus nehmen, akzeptierbar. Gut, das sieht nicht so schön aus vielleicht, aber in der heutigen Zeit, in der Umwelt, müsste man ja was tun. Vor allen Dingen das quietscht nicht so, Styropor quietscht so ätzend. Ich würde sagen, das ist Natur und das ist Chemie. Bei anderen Produkten, die umweltfreundlicher gemacht worden sind, erhöht sich meistens der Preis. Und in diesem Fall haben wir bei den Miscanthus-Produkten die Chance, günstige Preise mit besserer Umweltverträglichkeit zu verbinden. Und das könnte Grund genug sein, dass der ein oder andere sich für dieses Produkt entscheidet. War die Reaktion auf das Bekanntwerden, dass wir uns mit der Verarbeitung, mit Anpflanzung und Verarbeitung von Miscanthus beschäftigen, außerordentlich rege und die Kunden sind ins Haus gekommen und haben angerufen. Nur wir haben das Produkt noch nicht. Unter diesen Anfragen sind sehr ernstzunehmende Offerten dabei, die in Größenordnungen gehen, die schon eine industrielle Fertigung rechtfertigen. Der deutsche Pokalsieger TuS Walle lief gestern voller Optimismus gegen den TV Lützel Linden in die eigene Halle ein. Dazu hatten sie auch allen Grund, die Bremerinnen siegten am Mittwoch klar in Magdeburg. Doch die Presse beschäftigte sich schon seit Tagen mit dem Topspiel der ersten Bundesliga. Auch die Tabelle macht die Spannung deutlich. Ist die Konkurrenz eigentlich wirklich so hart, wie immer behauptet wird? Also ich muss ganz klar sagen, dass wir uns untereinander sehr gut verstehen, dass teilweise sogar die Spielerinnen miteinander befreundet sind und das, was geschürt wird, kommt wirklich nur vom Umfeld, sprich Funktionäre, Presse, Fernsehen. Renate Wolf muss es wissen, denn sie kam zu Beginn dieser Saison von Lützel Linden zu Walle. Was ist das für ein Gefühl, gegen die alte Mannschaft anzutreten? Naja, dass es nicht gerade ein Spiel ist wie jedes andere für mich, das war mir von vornherein klar. Ich habe halt versucht, mich so weit es geht von allem fernzuhalten. Eva Kiss mit der Nummer 13 ging von Bremen nach Gießen, ebenso wie Chilla Elekis, die hier den 4:4 Ausgleich für Lützel Linden wirft.
Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen zwischen den großen Kontrahenten. Mit dem Ergebnis 9:8 für Walle mussten beide Teams noch einmal alle Kräfte mobilisieren. Dies schien den Bremerinnen zuerst besser zu gelingen. Schnell zogen sie mit 11:8 davon. Doch die Gießenerinnen, allen voran Katja Kittler mit der Nummer 17, machte Punkt um Punkt und die Fans hatten allen Grund zur Freude. Der TV Lützelinden gewann die Partie verdient mit 18:23. John McEnroe, einer der Besten, wird sich Ende des Jahres aus der Tennisszene verabschieden. Antwerpen, der Grand Slam Cup in München und der Davis-Pokal stehen noch auf seinem Programm. Gestern Abend trat er bei einem Showkampf in Bremen gegen Michael Stich an. Wie wird das Leben von John McEnroe ohne Wimbledon oder Paris aussehen? Eine sehr gute Frage. Vielleicht noch hin und wieder ein Doppel mit Michael Stich. Der hat sich für das nächste Jahr einiges vorgenommen. Wenn ich mal Nummer 3 war, kann ich vielleicht nochmal Nummer 1 sein. In Bremen überzeugte die Nummer 15 allerdings nicht. Nur bei Flüchtigkeitsfehlern des Gegners konnte Michael Stich punkten. Der erste Satz ging klar mit 6:3 an den Amerikaner. Der zweite Satz musste im Tiebreak entschieden werden. Matchball für John McEnroe. Nach nur 61 Minuten gewann er auch den zweiten Satz gegen einen müde wirkenden Deutschen. Big Mac, einer der größten des Tennissports, verabschiedet sich. Schade. Odwróć się do panów tak trochę, no i teraz tak. Zabranie śpiewać tu u siebie polskich piosenek i tańczyć polskie tańce. Tańczymy, śpiewamy, bierzemy udział we wszystkich świętach, tu rejonowych. No, pierwszy rok może nawet w tym roku był w Litwie.
Jak zobaczę, to śmiać się będę. Z czasem może coś tak. będzie. Będę to buczyć języki. Chciałby się, żeby umieli by. No musi, bo on nigdzie prócz naszego rejonu nigdzie nie może wyjechać i nawet rozmawiać nie może. Nie domówi się. Jeśli on pojedzie jeszcze do Wilna, to jeszcze domówi się po rosyjsku, po polsku. A jeśli on pojedzie gdzieś w Kaunas, tam gdzieś w Jurbarkas jakiś, on wcale nie zapyta się, gdzie, jak jemu jechać i gdzie. Nic nie domówi się. Ale jak to może gdzieś z czasem, ja wiem, jeśli nic nie pomienia się, to może gdzieś Polska, bo dużo z naszego rejonu uczą się w Polsce. Polskie uczelnie kończają wyższe i rozmaite, no. W dzisiejszych wiadomościach to wszystko. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Вот непосредственно, вот прямую, ну, я никто не обижал, скажем так. Ну и пока что все переживания, они ходят где-то на уровне слуха, в том смысле, что ну, вот говорят, что будут усложнены контакты въезда-выезда в Россию и Украину. Говорят, что будут прекращены показ телевидение на русском языке и радио, и это настораживает. Ну ладно. Ну кто с обедом у нас всех поедет? Тебе перец класть? Вань. А, ты перец не ешь у нас. Я только чужой. Den meisten Menschen bereitet der Einkaufsbummel ein entspanntes Kaufvergnügen. Aber es gibt auch diejenigen, die wie eine Marionette gegen ihren Willen zum Kauf gezwungen werden. Sie sind erst dann zufrieden, wenn ihre Taschen gefüllt sind. Warum bezeichnen Sie sich als kaufsüchtig? Eben dadurch, dass ich wahllos einkaufe, also praktisch alles, was mir unter die Finger kommt, was man kaufen kann. Es sind auch keine bestimmten Sachen, es sind Lebensmittel,
kleine Elektrogeräte, also alles, was man kaufen kann. Ich bin denn irgendwie einkaufen gegangen, um irgendeinen bestimmten Artikel zu kaufen oder eben nur um mal bummeln zu gehen. Und dann bin ich an irgendeinen Ständer vorbeigegangen und habe gedacht, ach Mensch, das könnte vielleicht jemand aus der Familie gebrauchen. Gut, und dann habe ich das nicht einmal gekauft, sondern fünfmal. Unterwäsche, Kinderbekleidung, sogar Lebensmittel. Dann habe ich nicht eine Dose gekauft, sondern fünf. Oder Putzmittel. Nicht, dann habe ich von jeder Sorte eine Flasche mitgenommen oder eine Dose. Und wenn denn so ein paar Stände da waren und im einen lagen Socken preisgünstig, dann habe ich da eben 20 Paar Socken mitgenommen. Dann ein Stück weiter, da lagen dann Unterhemden, die waren auch preiswert meiner Meinung nach. Da habe ich dann auch nicht zwei gekauft, sondern auch 10 oder so. Also die Sucht fängt an bei einem Kontrollverlust, wie es so schön heißt. Das heißt, dass also die Betroffenen an sich erkennen, ich kann es nicht mehr steuern, bewusst steuern, was ich kaufe und wann ich kaufe. Und das fällt auf dann, wenn zum Beispiel nicht mehr möglich ist zu kaufen, an Sonntagen, wenn die Geschäfte zu haben, dass dann Unruhezustände eintreten. Das kann sogar so weit führen, dass also auch körperliche Symptome auftreten. Schlaflosigkeit oder Schweißausbrüche, sogar psychosomatische Schäden. Durch ihr krankhaftes Einkaufsverhalten können die Süchtigen ihre Nerven allerdings immer nur vorübergehend beruhigen. Ich werde auch sehr viel durch die Werbung beeinflusst. Ich schaue mir zum Beispiel irgendwelche Modezeitschriften an und ja, denke mir, ach, das ist ja toll, was die da anhat. Kannst ja mal in die Stadt gehen, kannst ja mal gucken, ob du sowas Ähnliches auch dort und dort findest. Aber auch sonst, wenn es um Lebensmittel geht, klar, es wird alles mal ausgetestet. Das kann man gar nicht alles essen, was ich so kaufe. Was passiert dann damit? Ja, dann schmeiße ich es weg. Leider. Das sinnlos Gekaufte führt zu einer hohen Verschuldung der Abhängigen und bringt sie in ärgste Bedrängnis. Und wenn das irgendwie rauskommt, dann mach's Schluss. Und dass ich eben bestimmt, also jahrelang mit Tabletten in der Tasche rumgelaufen bin und immer gedacht habe, wenn das mal rauskommt, dann schluckst du die und dann ist gut, dann hast du auch Ruhe. Also für mich ist das wirklich ein Problem gewesen, dass mich jemand dabei erwischt, dass ich auf dem Gebiet nicht normal bin. Also dass ich anders reagiere oder anders einkaufe als andere, das ist unheimlich schwer, wenn man da selbst hinterkommt. Fast alle Dinge wurden doppelt oder dreifach gekauft. Die Waren sind für die Süchtigen überflüssig. Sie führen zu Schuldgefühlen und Selbstmordgedanken. Wie kann es den Abhängigen gelingen, ihren Kaufrausch in den Griff zu bekommen? Wenn diese Person eine Unterstützung braucht, eben um diesen Kontrollverlust wieder in Griff zu bekommen, ist da eine externe Hilfe notwendig. Eine Möglichkeit dieser außengesteuerten Hilfe wäre eine Selbsthilfegruppe. Da hat man gute Erfahrungen gesammelt im allgemeinen Suchtbereich. Die beiden kaufsüchtigen Frauen würden sich freuen, an einer anonymen Selbsthilfegruppe teilnehmen zu können. Der Gedankenaustausch mit ebenfalls Betroffenen könnte ihnen sicher helfen, das zwanghafte Anschaffen von Waren besser in den Griff zu bekommen. Und links der Franz, mittendrin
Der freche Hans. Dann kann man es mit der Hand ja so nehmen. Also unbedingt rote Farbe. Ja, unbedingt rot. Das Symbol für Weihnachten, für Adventrot. Ja, symbolisch. Und wann wollen wir die bestücken? Sammeln dich, ganz dich, so schön wie der Hans, hat's niemand nicht. Und wenn sie nicht wegfliegt, dann sitzen sie noch. Ja, er ist ein sehr ruhiger Schüler. Ja, sehr ruhig. Man atrodo, dabar specialistų, vat šiuo momentu specialistų trūkumas, sakykime, vokiečių ar ten anglų yra labai didelis. Ir mokyklose trūksta jų, taip kaip trūksta vertėjų. O aš manau, jeigu gerai vaikai mokės tą vokiečių kalbą, jie galės būti naudingi ir Lietuvai. Elf, endlich? Aha. Und hat er lange gebraucht? Zum fertig werden? 3 Stunden hat sie gearbeitet. Das ist aber schnell. Für beides? Und mein Wunsch war jetzt, in die Gebiete zu fahren, nach Kasachstan, nach Russland, wo die deutschen Familien noch sind und die noch nicht sicher sind, ob sie auswandern, ob sie bleiben. An Litauen habe ich zwar nie gedacht, aber ich war seit einiger Zeit auch schon fasziniert von der Landschaft Ostpreußens, von der Nährung. Und da habe ich gesagt, da gehe ich hin, das möchte ich gerne alles kennenlernen. Und deutsche Schule, da kann ich mit aufbauen und kann dort etwas tun. Barbara Rittner und Claudia Porwig spielten heute in Bremen um die deutsche Hallentennismeisterschaft. Beide hatten ohne Satzverlust das Endspiel erreicht. Zu Beginn dominierte die für Bayer Leverkusen spielende Barbara Rittner, doch dann sahen die nur etwa 200 Zuschauer, wie Claudia Porwig zu ihrem Spiel fand und das Match druckvoller gestaltete. Den ersten Satz entschied Claudia Porwig vom HTC Heidelberg im Tiebreak dann für sich. Schnell zog sie auch im zweiten Satz mit 4:0 davon und profitierte dabei von den Fehlern ihrer Gegnerin. Dann Matchball für Claudia Porwig, die mit 7:6 und 6:4 gewann. Was für einen Wert hat dieser Pokal? Deutsche Meisterschaft ist einfach eine deutsche Meisterschaft. Den Titel kann einem niemand mehr nehmen. Und insofern fühle ich mich damit sehr wohl. Nach 1990 wurde Claudia Porwig heute zum zweiten Mal deutsche Hallentennismeisterin. Für den erst 17-jährigen Lars Rehmann waren Top-Favoriten wie Patrick Kühnen in Bremen kein Hindernis, um ins Finale der deutschen Tennishallenmeisterschaft einzuziehen. Mit soliden Grundschlägen und variablem Spiel wollte er auch heute seinen Vereinskameraden Alexander Mrons besiegen. Doch die Routine des 26-Jährigen setzte sich in den ersten beiden Sätzen durch. 6:3 und 6:4 hieß es nach einer knappen Stunde. Dann kam der erste Aufschlag von Lars Rehmann immer besser und er konnte den dritten Satz mit 6:3 gewinnen. Die etwa 300 Zuschauer sahen nun einen äußerst spannenden vierten Satz, der im Tiebreak entschieden wurde. Den dritten Matchball konnte Alexander Mrons dann endlich verwandeln und mit 12.000 D-Mark Preisgeld und dem Titel Deutscher Meister beruhigt den Heimweg antreten. Riga im Dezember 1992. Ein unerloschener Traum ist für einige Familien Wirklichkeit geworden.
aus jahrzehntelangem Exil im Westen zurück in die Heimat Lettland. Paul Klawins kam aus dem Exil in Deutschland. 1944 flüchtete er mit den Eltern vor den Kommunisten, doch seine Heimat konnte er nie vergessen. Jetzt will er auf seinem zurückerhaltenen Familienbesitz bleiben. Bereits in Deutschland begann der Theologe mit einem Radioprogramm für die verfolgten und inhaftierten Christen in der Sowjetrepublik Lettland. Jetzt im freien Lettland setzte seine Rundfunktätigkeit fort. Dialog an der Tür ist der Titel der Sendung, die er täglich produziert. Seine 8 Kinder hat er streng in lettischer Tradition und Sprache erzogen. Fern der Heimat sollten sie nicht vergessen, ein Lette zu sein. Das ist sehr schön, dass die Kinder alle eine starke Beziehung zu Lettland haben, wo immer sie leben, in Deutschland und Schweden. Aber sie kommen zumindest hierher, um Menschen zu besuchen, um Gemeinschaft zu pflegen und sozusagen Lettland wieder entdecken. Und manche ziehen auch um und manche suchen schon nach neuen Nesten hier. Aus den USA ins Zentrum von Riga in die Elisabethstraße zurückgekehrt ist auch der Weltbund Freier Letten. Mit Rat und Tat steht man hier den Rückkehrenden zur Seite. Peter Elfert, gebürtig in den USA, koordiniert auch die zahlreichen Anfragen von Exil-Letten, die gerne als Volontäre in Lettland arbeiten möchten. Claudia Höhl auf dem Weg zum Anatomieunterricht an der Medizinischen Fakultät in Riga. Geboren ist die junge Exil-Lettin in Deutschland. 7 Jahre hat sie dort in Münster das lettische Gymnasium besucht. Jetzt studiert Claudia bereits im 2. Jahr in Lettland Medizin. Der erste Besuch in Lettland vor 4 Jahren war ausschlaggebend. Ein überwältigendes Heimatgefühl trieb sie zu dem Entschluss, Deutschland zu verlassen. Claudia erhält sogar ein monatliches Stipendium. Doch das geht völlig für die Miete ihres kleinen Zimmers drauf. Um ihren Lebensunterhalt zu sichern, muss sie Lettland regelmäßig in den Semesterferien wieder verlassen und zum Jobben nach Deutschland fahren. Doch für ihre Zukunft, da hat sie einen richtig großen Traum. Wir haben Land zurückbekommen in Madonna, das ist also etwa 130 Kilometer von hier, 30 Hektar von meinem Großvater. Und ich möchte also dort meine eigene Praxis aufbauen und dort dann auch als Landarzt, als Landärztin, Kinderärztin da leben und auch bleiben. In der Rigaer Kinderklinik arbeitet sie bereits heute als unbezahlte Praktikantin. Und von dieser Kinderklinik erhält sie auch ihr monatliches Stipendium. Ein Umstand, der Claudia auch noch 3 Jahre nach dem Studium als Stationsärztin verpflichtet. Freunde hat die junge Exil-Lettin in der neuen Heimat schon längst gefunden. Und vor einem Jahr ist sie hier sogar ihrer großen Liebe begegnet.
Krievu laikos mēs Latvijā Ziemassvētkus nedrīkstējām svinēt. Un pat cik atkal tagad tā svinēšana ir atsākusies, mums ļoti lielas grūtības bija ar tehniku. Un mēs šās formas izgatavotas Drezdenē atradām mūsu pašobelēs un sākam ražot tagad Ziemassvētku produkciju. Es uzskatu, ka tur ir akcijas, tā ir naudu ieguldīt akcijas, drošāk nekā kaut kur likt kraikāsi šodien. Te vismaz kaut kādi dividendi būs, jo kas būs kraikāsi, mēs šodien neviens nezinām. Un fabrika strādā pašreiz stabili. Man būs priecīgs Ziemassvētkus vienu. Lindos Zodiaka šokolādīte ar bārkstēnām konfektēm. Tā Ziemassvētku to pa 100 rubļiem to šokolādīte. Die Bremer Ostertour Steinweg ist eine Straße, die mit ihren kleinen Geschäften, Cafés und Bars eine besondere Anziehungskraft ausübt. Für die Heroinsüchtigen der ganzen Stadt ist diese Straße eine Art Marktplatz für illegale, harte Drogen. Und für die Obdachlosen unter den Junkies ist diese Straße auch ihr Zuhause. Mit welchen Perspektiven leben die Junkies hier? Zukunft sehe ich für mich also so gut wie gar keine. Weil es sind viele Freunde von mir schon tot und die ich schon jahrelang gekannt habe und ich mache mir da keine großen Hoffnungen. Ich sehe, dass ich vielleicht irgendwann mal Pech habe und mal an das verkehrte Heroin komme oder so und dann hat sich das erledigt. Kann sich vorstellen, wenn sie 20 Jahre auf den Nadeln sind, es steht bis hier. Die Bewohner dieses Hauses sind schon einen Schritt weiter als die Junkies von der Straße. Susanne war auch eine Heroinsüchtige, die auf der Straße lebte, aber jetzt wohnt sie hier. Sie lebt mit 7 anderen Drogenkonsumenten in einer Wohngemeinschaft für Methadonempfänger, die von Sozialarbeitern betreut wird. Susanne muss wie ihre Mitbewohner auch täglich zum Arzt. Hier erhält sie ihre Dosis Methadon, auch Polamidon genannt. Polamidon ist eine Ersatzdroge, ein Hilfsmittel, das den Ausstieg aus der Heroinsucht ermöglichen soll. In Bremen können all jene Heroinsüchtigen Polamidon erhalten, deren körperliche und seelische Gesundheit durch die Drogen zerstört ist. Die letzte Entscheidung darüber, wer von den Junkies Methadon erhält, trifft der Arzt. Die Bewohner und Geschäftsleute des Bremer Stadtteils Ostertor werden täglich mit den Junkies konfrontiert. Sie haben die Drogensüchtigen vor ihrer Haustür. Wie sehen Sie das Bremer Methadon-Programm? Durch das Methadon-Programm besteht die Hoffnung, dass die Drogenabhängigen aus ihrer Sucht gelöst werden. Man hat ja festgestellt, dass die Abstinenztherapie bei vielen nicht auf Gegenliebe stößt und dass sie auch einfach sag mal, die Kraft nicht aufbringen, diese Abstinenztherapie durchzuhalten. Ich finde es auch für mich selber sozusagen gut, weil damit der ganze Bereich der Beschaffungskriminalität hoffentlich wegfällt und all das, was ich hier an Ängsten gerade durch die Kriminalität breit gemacht hat, gemindert würde. Susanne, die inzwischen vom Arzt zurück ist, hat jetzt Zeit. Die tägliche Dosis Polamidon reicht bis zum nächsten Tag. Sie muss nicht wie früher klauen, dealen und auf den Strich gehen, um Geld für den nächsten Druck zu besorgen. Susanne betont allerdings, dass die Ersatzdroge Polamidon kein Wundermittel ist. Ohne soziale Beratung durch Sozialarbeiter und Ärzte geht es nicht. Stationen ihrer Sucht sind der durch Drogenkonsum verstorbene Ehemann, der tägliche Vollrausch und die Prostitution. Da haben wir per Telefon gearbeitet. Was bringt ihr jetzt das Polamidon?
Pole hat mir dazu verholfen, nicht mehr auf den Strich zu gehen. Und alles Weitere liegt an mir, was ich davon mache. Und jetzt kriege ich seit dem 22. Mai letzten Jahres Polamidon. Und am Anfang, klar, habe ich auch Rückfälle gebaut und so. Jetzt ab und zu auch noch. Und es wird immer weniger. Für Bremens Gesundheitssenatorin, deren Polamidon bzw. Methadonvergabe in Deutschland als wegbereitend gilt, ist Methadon jedoch nur ein wichtiger Schritt gegen die Sucht. Für uns ist Methadon zunächst mal eine gesundheitliche Hilfe und eine Möglichkeit zu überleben. Wir haben angefangen mit der Substitution bei sehr schwer kranken und lange abhängigen Menschen. Und dies ist ein Stück Überlebensstrategie. Aber es ist mehr. Es gibt dem Abhängigen die Möglichkeit, dadurch, dass er nicht ständig hinter Geld hier laufen muss, um Heroin zu kaufen, die Möglichkeit, über seine eigene Situation zu reflektieren. Am Wochenende, wenn die Arztpraxen geschlossen sind, fährt ein Bus zur Vergabe von Polamidon in die verschiedenen Stadtteile Bremens. Auch Susanne holt sich hier am Wochenende ihren Drink, wie es unter den Abhängigen heißt. Sie will ihre tägliche Dosis langsam verringern und eines Tages ganz clean sein. Mittels Methadon versuchen inzwischen viele Junkies, ihre Heroinsucht zu beenden. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Neueinsteiger jedoch immer noch beträchtlich zu. Так, то ешь ойцу в земле, мы достались, мы будем, ну, разом будем садить с ойцами, але того, мели картофля, посадзона то посадили, посели жито. Девчонков, макшу где?
Ну, як твір, мовились, вже може до Польщі поїде, бенде там студіював. Бо дуже мама там кревних і того. Польща то може, може там десь. А може з часом то бенде він це відкриє, де які вчені. І палець, чи один поліціянт мав за мене нос, о, Dzisiaj przewodniczący Rady Najwyższej Witoldas Landsbergis spotkał się z liderem LDDP Algirdasem Brazauskasem. Tak, tak. Mam tutaj. Raz. Tak, zaczynamy. Stąd, tak? Za koleśnikami tutaj, tak. Przed olkienikami, tutaj idzie o tak. Chodzi o tę uchwałę, którą przyjął parlament litewski już przed ponad rokiem, że miejscowości, gdzie mieszkają zwarte skupiska polskie, będą zgodnie z normami międzynarodowymi, tak jak jest na całym świecie, włączone w jeden okręg terytorialny. To oczywiście jest środkiem do pełniejszego zaspokojenia kulturalnych, oświatowych i ekonomicznych potrzeb ludności polskiej. Ukochana moja ziemia, wileczyzny drogi kraj, ani ciebie nie zamienię, z tobą życie umrze dam. Seši tūkstoši, 672 rubli.
ekspertam nedrošības sajūtu. Jo, ja gadījumā kādu no lietām nojūku, tad vismaz man ir citas lietas, kuras man vienmēr ļaujas noturēties virs ūdens. Cik Latvijas rublis vēl nav, tad nacionālā valūta ir pārējais valūta, tad ar Latvijas rubļa ieviešanu mums ir tāda iespēja iziet vienu skolu cauri, nostabilizēt šo te pagaidu naudu, lai tad, kad tiktu ieviest nacionālā valūta, mums jau faktiski visas iespējamās problēmas būtu zināmas un Latam nebūtu jātiek diskreditētam. Und auch sehr viele Angebote, da kamen aus Osten. Aber da wurde unser lettischer Rubel eingeführt und allmählich weniger, weniger und noch weniger waren die Leute da, weil zwischen lettischen Rubel und russischen Rubel ist ein großer Unterschied und ungünstig für beide Seiten. Neilgu laiku atpakaļ patiešām bija izdevīgi vēl tirgoties austrumu tirgu, jo varēja, teiksim, pret vienu Latvijas produkciju vēl iemainīt divas Krievijā importētas produkcijas. Tagad ar diferencētā rubļa ieviešanu man ir atlicis tikai mainīt preci pret preci. Un praktiski tas vairs nav izdevīgi. Mums ir ļoti neizdevīgs iedzīvotāju vecuma struktūra. Mums ir ļoti daudz cilvēki jau zolīdā vecumā un tieši pensijas vecumā. Mums viņiem ir jāmaksā pensijas. Piemēram, šīs pensijas viņi nav uzkrājuši. Viņi tiek maksāti tieši no nodokļiem. Tad PSRS nodokļu sistēma neparedzēja nekādas sociālos uzkrājumus, un mums viņi jānodrošina. Thank you.